Die New Orleans Pelicans entschieden sich im Sommer, Restricted Free Agent Lonzo Ball ziehen zu lassen. Eine Entscheidung, die ich schon das eine oder andere Mal als in meinen Augen großen Fehler bezeichnet habe. Die Bulls schlugen zu und bedienten sich. Es kam zu einem Sign-and-Trade, welcher Ball nach Chicago brachte. Dort bekommt er nun in den nächsten 4 Jahren glatte 80 Millionen Dollar. Die Pels verlieren ihren Starting Point Guard, den Mitspieler, mit dem Franchise-Spieler Zion Williamson am besten funktionierte und allgemein einen richtig, richtig guten NBA-Spieler. Ich schaue Lonzo schon, seitdem er in der NBA ist, immer mal wieder als Rookie, dann jede Minute von ihm in seiner einen Saison mit LeBron in LA und mit einem lachenden und einem weinenden Auge, seitdem er in New Orleans spielt. Ball kam als Superstar-Prospect in die NBA, es stellte sich dann aber relativ schnell raus, dass er diese hohen Erwartungen bzw. diese Hoffnung nicht ganz erfüllen kann, im Gegensatz zu womöglich seinem kleinen Bruder LaMelo, der wirklich wie ein zukünftiger Superstar aussieht. Das soll aber nicht schmälern, was Lonzo heute für ein Spieler ist, nur weil er nicht die erste oder zweite Option eines Contenders ist, heißt nicht, dass er nicht unheimlich wertvoll sein kann. Denn genau das ist er, weil er sich etwas abseits des großen Rampenlichts zu einem wunderbaren Two-Way-Guard entwickelt hat und wir schauen uns heute mal an, mit welchen Qualitäten er den Bulls helfen wird und warum es die Pelicans noch bereuen werden, dass sie ihn haben gehen lassen. Ball spielte die beste Regular Season seiner Karriere im letzten Jahr, legte knapp 15 Punkte, 5 Rebounds und 6 Assists in 32 Minuten pro Abend auf. Auch alle Advanced Stats sind Karrierebestwerte, 55% durch Shooting, ein 110er Offensivrating, eine Turnover-Quote von nur 13,6% und eine Usage von 22%. Bei den Freiwürfen machte er einen gigantischen Sprung, er ging rein in die Saison als 49% Werfer von der Linie in seiner Karriere, in der Saison 2021 traf er dann auf einmal über 78%, das ist mal eben knapp 30% besser. Von Downtown hielt Lonzo seinen Schnitt aus dem Vorjahr, schraubt aber sein Volumen wahnsinnig in die Höhe, von 9,5 Versuchen auf 100 Ballbesitz im Jahr davor auf 12,5, damit gehört er zu den Guards mit dem höchsten Volumen an Dreiern. Darauf möchte ich jetzt mal zuerst schauen, denn Lonzos Wurf war ja immer das große Thema bei ihm. Wir erinnern uns sicher alle noch an Rookie Lonzo mit dieser Wurfform, wie es ein kleines bisschen besser aussah in Jahr 2, aber so viel besser auch nicht, zu Pelicans Lonzo aus der Bubble, auch wieder besser, aber noch nicht perfekt, zum heutigen Lonzo, der sich eine ziemlich wunderbare Shootingform angeeignet hat. Dass er seinen Wurf nie komplett umstellen wird, war klar, dafür war die Motion von Anfang an einfach zu anders, allerdings hat er alles verändert, was verändert werden musste. Er wirft deutlich mittiger, hat den Release Point angehoben, springt höher ab, das Timing ist besser, die Footwork ist immer dieselbe, Touch hatte er schon immer. Wenn ihr mich fragt, ist es einer der cleansten Würfe der NBA und die Resultate sprechen für sich. Er profitierte als Spot-Up-Shooter immer wieder von Zion und dessen Drives, wandelte seine Catch- und Shoot-Reihe effektiv und er hat echte Shooting-Gravity entwickelt, weil mittlerweile Quote und Volumen so hoch sind, dass du in der Regel bestraft wirst, wenn du ihm zu viel Platz lässt. Hier laufen die Pels sogar ein Inverted Pick-and-Roll mit Lonzo als Screener für Zion, meine Supporter wissen Bescheid, worum es geht. Die vielen Würfe lassen sich aber auch dadurch erklären, dass er immer häufiger auch selber aus dem Dribbling abdrückt und sich seinen eigenen Wurf kreiert. Nicht unendlich oft, aber diese gelegentlichen Stepbacks komplett im Rhythmus sind etwas, das vor Jahren noch nicht wirklich denkbar war. Ball ist kein echter Movement-Shooter, er ist niemand, für den du speziell Spielzüge läufst, damit er zu freien Würfen kommt und er ist niemand, den du am Ende von knappen Spielen den Ball gibst, damit er im 1 gegen 1 den Pull-Up-Wurf zum Sieg nimmt. Das ist aber auch nicht schlimm, denn viele Spieler sind das nicht, wichtig ist, dass Defender ihn endlich respektieren und dass dieser für ihn enorm wichtige Bereich, 2/3 all seiner Versuche kommen von dort, mittlerweile zu einer echten Stärke geworden ist, nicht mehr diese große Schwachstelle war. Denn wenn feststeht, dass du nicht der primäre Ballhändler und balldominante Floor General einer Championship Offense sein kannst, dann musst du natürlich abseits des Balles abliefern, ansonsten kommt schnell die Frage auf, was bringst du unserer Offense eigentlich überhaupt? Ball spielt neben LaVine und DeRozan mit zwei sehr balldominanten Spielern, er wird nicht in jedem Angriff die Fäden ziehen und für seine Kollegen kreieren können und das ist auch gut so. Mit diesem Wurf kann er aber auch Offball neben ihm funktionieren, deshalb liebe ich den Fit auch so, zumal Ball außerdem ein hervorragender Cutter ist, was mir damals schon neben LeBron gut gefallen hat. Ansonsten versucht Lonzo nicht wirklich als Scorer am Ball Akzente zu setzen, nur 19% all seiner Abschlüsse kommen aus der Midrange, 14er Percentile und nur 18% von direkt am Korb, 20er. Das ist eigentlich auch nichts Neues und war bereits seine komplette Karriere so, er versucht nicht wirklich direkt bis hin zum Korb durchzukommen und wenn er es doch mal schafft, hat er Probleme dort zu finishen. Es ist einfach nicht seine Spielweise, eine Defense per Drive zu durchbrechen und dann selber den Abschluss zu suchen. Ähnlich aus der Midrange, ja wir sehen gelegentlich mal einen Stepback, aber auch aus diesem Bereich hält er sich als Scorer eigentlich weitestgehend fern. Vielleicht eine Sache, in der er sich noch verbessern kann, aber ich glaube es fast nicht, dass er in Chicago neben LaVine und DeRozan so viele Touches als Midrange-Werfer bekommen wird. Kommen wir zu Lonzos größter Stärke, die Rede ist natürlich von seinem Playmaking und Passing. Nun, zuallererst, was für ein Playmaking-Guard ist Ball eigentlich? Ist er wie Morant, Young, Fox, SGA oder sein kleiner Bruder jemand, der immer wieder die Defense durchbricht und Vorteile für sich und seine Kollegen kreiert, der aus dem Pick-and-Roll kaum zu stoppen ist und wirklich der primäre Ballhändler einer Offense sein kann? Nein. Ist er aber ein unglaublich intelligenter Passspieler mit wunderbarer Spielübersicht, jemand, der dafür bekannt ist, das richtige Play zu machen und als Connector der Offense agieren kann? Ja. Das geht in der Transition los, wo er immer wieder sehr schnell reagiert und vorgeraste Mitspieler mit diesen Outlet-Pässen bedient, das mögen sie anscheinend in der Ball-Familie.
Vor allem Zion konnte immer wieder davon profitieren und kam zu vielen einfachen Punkten im Open Court. Diese Connection mit Zion war etwas ganz Besonderes. Die beiden hatten diese spezielle Chemie miteinander auf dem Parkett, sie haben sich blind miteinander verstanden. Lonzo musste nicht erst einen Vorteil kreieren, denn das ist auch wie gesagt nicht seine Stärke, sondern das hat Williamson Off-Ball gemacht, Ball musste ihn dann nur sehen und finden, was wiederum genau seine Stärken sind. Er fand ihn bei Cuts in die Zone mit solchen punktgenauen Lobs, oder hier bei Zions Signature Off-Ball Spin Moves, da kommt es auf Timing und Genauigkeit an. Gebt euch diese Connection, Ball sieht all diesen freien Raum vor dem Korb, den die unorganisierte Orlando Defense freilässt, und er gibt Zion das Zeichen, dass er sich dorthin bewegen soll. Balls Stärken sind als Advantage Extender, hier wird die Überzahl von einem Mitspieler kreiert, Lonzo attackiert das Closeout und erweitert diesen Vorteil, indem er zu Zion weiterpasst. Oder hier, wieder kann er mit einem vorher erschaffenen Vorteil arbeiten, hat nun die Wahl, ob er selber in den Wurf geht oder den richtigen Pass für einen Easy Williamson Dunk spielt. Er kann auch mal selber Pick and Roll laufen und das soll er gelegentlich auch, das ist aber nicht sein primärer Job, weil er eben nicht so gut darin ist, dass er immer wieder Rotations aus diesen Sets erzwingt. Das ist das A und O für primäre Ballhändler, das ist auch das, was am schwersten zu erlernen ist, daran erkennt man, wie man wirklich dafür gemacht ist, und das unterscheidet Ball auch von der Gruppe der gerade genannten. Sicherlich mal ab und zu, aber Ball ist quasi exklusiv Pass First und sucht dabei so selten den Abschluss, dass ihn Defense als Scorer zu wenig respektieren, als dass er da regelmäßig die Verteidigung zu Rotations bringt. Ball funktioniert besser als jemand, der eine Early Offense Fehler und Misskommunikation bestraft, oder jemand, der den Ball vorträgt und dann Spielzüge einleitet. Ich glaube, er wird als Connector der Bulls Offense aber extrem wichtig, als jemand, der die ganzen Teile, Levine, DeRozan, Vooch, zusammenfügt und verbindet, jemand, der für Ordnung sorgt und speziell mit der Second Unit auch mal häufiger den Ball bekommt. Ich bin mal gespannt, ob und wie er in diese Rolle aufblühen wird, ich erwarte aber ziemlich Gutes. Zumal Lonzos Stärken ja auch nicht nur am offensiven Ende liegen, ich hab's schon angesprochen, Ball ist ein Two-Way-Player, einer der besseren Defender unter den Guards in der Liga. Was als erstes auffällt, ist natürlich die Vielseitigkeit, damit meine ich, dass Ball dank seiner Größe und Statur problemlos 1-4 verteidigen kann, das war bei den Lakers damals schon ein großer Vorteil gegenüber Rondo beispielsweise. Er verteidigt natürlich primär gegnerische Guards, hat aber keine Probleme es auch mal mit Flügelspielern oder selten auch mal gegnerischen Bigs in einzelnen Possessions aufzunehmen. Davon sollten die Bulls profitieren, wenn man DeRozan und Levine nicht dauerhaft gegen den besten Wing des Gegners stellen möchte, dann macht es eben Lonzo, so kann man die beiden eher verstecken als einem Guard, der wirklich an seine Position gebunden ist. Lonzo ist ein fantastischer Point of Attack und Perimeter Defender, um Welten besser als der Spieler, den die Pels als Ersatz für ihn aus Charlotte geholt haben. Das hier ist Textbook On-Ball Defense gegen Jordan Clarkson, schaut, wer ihn zuerst nicht vorbeilässt und dann mit den langen Armen den Wurf erschwert. Und hier navigiert er sich schnell und geschickt über den Ballscreen drüber, gelangt dann wieder vor Morant und zwingt diesen in einen schwierigen Wurf. Die Bulls Defense hat viele Fragezeichen, kann man eine Playoff Defense um einen Big Man wie Vooch herumbauen, können wie angesprochen zwei Schwachstellen in DeRozan und Levine einigermaßen versteckt werden, ein Plus Defender wie Lonzo sollte da riesig helfen. Er ist außerdem ein hervorragender Team Defender, hier nachdem er Young verteidigt hat, Ball stellt als erster, als Bogdanovic das Closeout attackiert und rotiert sofort rein in die Mitte, um ihm den Weg zu versperren. Lonzo versteht das Spiel, liest Situationen wie diese hier, wieder gegen die Hawks, in denen er ahnt, wohin der nächste Pass gespielt wird. Oder in dieser spielentscheidenden Sequenz gegen Boston, gönnt euch diese Nail-Defense, wie weit er beim Drive reinhilft, dann aber auch den Raum zu seinem ursprünglichen Matchup sehr schnell wieder gut macht. Also alles in allem ein richtig toller und vielleicht fast schon etwas unterbewertet guter Verteidiger, über den wir hier reden. Ich bleibe ein großer Lonzo-Fan, wir wissen mittlerweile, was er ist und nicht ist, was er kann und nicht kann, und vielleicht sehen wir das ja in dieser Saison auch zum ersten Mal in den Playoffs. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.